Vergangenes Wochenende bekam der Osterhase in Bingen echte Konkurrenz. Statt auf Eiersuche begaben sich dort rund 1000 Fans auf die Breakpoint, eine der größten Veranstaltungen in der Demoszene, wobei die nichts mit Straßenkampf zu tun hat. Demos sind vielmehr kleine Kurzfilme zu Musik, allerdings ohne Kamera, sondern komplett an zum Teil uralten Computern entworfen. Was die Demoszene dabei auf die Beine stellen, ist wirklich sehenswert. Zuerst kriegt man einen Schreck. Es ist dunkel, laut, ein wüstes Durcheinander. Und die Demoszener machen all das, was man uns jahrelang verboten hat. Klebrige Getränke direkt neben der Tastatur, Essen während der Arbeitszeit und all das bei viel zu ungesundem Licht. Was in diesem kreativen Chaos entsteht, sind sogenannte Demos. Kurzfilme also, die schöne Grafiken mit ansprechender Musik verbinden. Eine Art Musikvideo. Allerdings, das Arbeitsgerät wirkt auf den ersten Blick etwas old-fashioned. Man findet Amiga, Atari, den C64 und alle werden bis zum letzten ausgereizt. Denn das ist der eigentliche Ansporn, der hinter den kurzweiligen Filmen steht. Aus der Hardware möglichst viel herauszuholen. Die Demoszene ist wettbewerbsorientiert und man möchte sich vergleichen. Das ist auf alter Hardware sehr viel einfacher gewesen. Mein C64 sah aus wie dein C64. Mein C64 sah aus wie meines Nachbars C64. Wenn ich also da jetzt 100 Sterne von links nach rechts bewegt habe, war ich toll. Und jemand, der 150 Sterne von links nach rechts bewegt hat, war toller. Das ist im PC-Bereich und bei der modernen Hardware einfach nicht mehr so einfach. Denn neue PCs können x-beliebig zusammengesetzt werden. Echtes Können zu vergleichen ist eher schwierig. Um den Wettbewerb noch objektiver zu gestalten, gibt es Kategorien, die den Rechnertyp und die Speichergröße unterscheiden. Beispielsweise den PC64K-Wettbewerb. Es haut einen glatt von den Socken, was die Demoszener mit der Winzigkeit an Speicher anfangen. Da krabbeln Käfer über den Bildschirm. Es entstehen ferne Welten oder einfach schöne Grafiken. Ganz wichtig dabei, alles läuft in Echtzeit ab, wird also live berechnet und nicht bloß abgespielt. Ein Video kann jeder machen. Also das ist nicht unbedingt die große Leistung. Der Faktor Echtzeit ist im Grunde auch historisch entstanden. Früher war es einfach nicht anders möglich. Also wir sind heutzutage gewohnt, dass wir auf dem Computer auch DVDs angucken und Filme abspielen und dann laden wir die aus dem Internet runter oder wie auch immer. Und das ist für uns selbstverständlich. Das war früher technisch einfach nicht möglich. Und in der Zeit ist die Demoszene entstanden. Das war in den 80er Jahren. Die Anfänger aber lagen eher am Rande der Legalität. Cracker haben beim Entfernen von Kopierschutz und Verbreiten von Software ein kleines spektakuläres Intro als eine Art Visitenkarte hinterlassen. Das Intro hat sich dann im Laufe der Zeit verselbstständigt. Auch heute noch gibt es einen Mann-Spezialisten, die alles selber machen. Üblicher aber ist Teamwork. Ein Demoszener ist für die Grafik zuständig, der andere macht die Musik und der dritte, ein Programmierer, fügt alles zusammen. Häufig finden sich die Demoszener im Internet und lernen sich erst bei einer Party persönlich kennen. Die meisten Partys gibt es in Europa, dem Mekka der Demoszene. Ich komme aus Wyminster, das ist eine kleine Stadt in Kanada. Die Demoszene kenne ich nun schon seit fast 16 Jahren, aber in Kanada gibt es leider überhaupt keine Demoszene. Aber übers Internet habe ich dann mehr und mehr Leute kennengelernt und klar, man sprach auch über die Breakpoint. Na, dann habe ich versucht, das Geld für die Reise zusammenzukratzen. And of course I heard about Breakpoint and finally I managed to have enough money that I can afford to come over here. Well, I'm Ithacar from Ich komme aus Spanien. Die Breakpoint besuche ich schon seit 5 Jahren und ich liebe die Veranstaltung. Man hat hier wirklich das Gefühl, man spürt Europa. Der Fortschritt aber macht auch vor den Demoszenern nicht halt. Es gibt Freaks, die auf Taschenrechnern Handys, PDAs oder auch auf Pokémons Demos kreieren. Das war übrigens eine Weltpremiere in Bingen. Anders war eigentlich die Tatsache, dass es Module hat. Und wenn es Module hat, kann man natürlich auch die Module durch entsprechende eigene Module ersetzen, sprich Flashkarten. Und das ist die Flashkarte, 512 Kilobyte. Die ist so klein, weil das Gerät natürlich auch relativ klein ist. Das ist ja das Spannende daran auch gewesen. Man musste also schon mit der Lupe teilweise rangehen und ein bisschen Geschick haben. Ja. Geschick haben viele in Bingen bewiesen und dafür Preise kassiert. Typisch Demoszene, die Sieger wurden nicht von einer Fachjury gewählt, sondern von den Teilnehmern selbst. Und die haben auch dieses Jahr
jede Menge Highlights gesehen. Hier bei uns im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich Simon Kissel, den Hauptinitiator der Breakpoint. Hallo. Hallo. Herr Kissel, wir wollen direkt reinschauen ins Gewinner-Intro, was wir eben im Beitrag schon ganz kurz gesehen haben. Die sogenannte Parsec-Demo, die läuft jetzt hier bei uns auf dem Monitor. Wie ist es möglich, dass solche Demos tatsächlich in Echtzeit laufen? Tja, ganz schön viele Formeln. Es ist also so, dass bei einem solchen Intro die Programmierer sich hinsetzen und Formeln entwickeln, die es dem Computer ermöglichen, alles, was man sieht und hört, in dem Augenblick, in dem man es sieht und hört, zu berechnen. Wie viele Leute haben jetzt speziell an diesem Gewinner-Intro mitgearbeitet? Das waren 3 Leute, 2 Programmierer und 1 Musiker. Wie lange braucht man im Schnitt für so eine doch sehr beeindruckende Demo? Kommt immer ganz drauf an, auch ob man daran Vollzeit arbeitet oder nur so nebenher. Aber man kann so sagen, zwischen 3 Monaten und 2 Jahren. Das ist eine ordentliche Zeitspanne. Die Breakpoint an sich, die gibt es jetzt seit 2003. Das heißt, sie hat jetzt Ostern das 3. Mal stattgefunden. Sehr bekannt ist ja bislang vor allen Dingen die Assembly in Helsinki. Sie haben uns jetzt ein sogenanntes Aufbauvideo mitgebracht von der Breakpoint, wie die Vorbereitungen waren. Wie sieht's aus? Entwickelt sich die Breakpoint derzeit sozusagen als Ergänzungsveranstaltung zur Assembly oder ist es eher so ein bisschen Konkurrenz? Naja, Konkurrenz gibt es bei uns in der Demoszene eigentlich nicht, da wir eine Gemeinschaft sind und wir von Party zu Party tingeln. Was eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass die Assembly eine andere Art von Veranstaltung ist. Auf der Assembly treffen sich nicht nur Demoszene-Leute, sondern auch Leute, die an Hardware basteln, Spieler. Und das ist auch der größere Anteil. Die Breakpoint ist weltweit die größte Veranstaltung, bei der es nur ausschließlich um die Demoszene geht und ist deswegen auch für diese Gemeinschaft die wichtigste Veranstaltung. Dann wollen wir auch noch mal in eine Demo reinschauen. Sie haben uns ja noch was mitgebracht. Auch das können wir jetzt mal einstarten für unsere Zuschauer. Ja, das ist ein Demo von MFX. Geht jetzt gleich los. Da kommen dann auch die Herrschaften, werden erstmal namentlich erwähnt. Genau, das sind die Leute, die daran mitgearbeitet haben. Sich versucht haben an, nicht versucht, sondern die das sehr erfolgreich gemacht haben. Die Demo, das sehen wir jetzt, dass es auf dem PC läuft. Wie sieht denn das aus? Kommt denn noch sehr viel vom Amiga, vom C64, wie eben im Beitrag gesehen, oder wird es langsam abgelöst? Nein, also die Amiga-Szene ist ganz stark vertreten gewesen dieses Jahr auf der Breakpoint und hat auch beeindruckende Beiträge abgegeben. Wenn die Zuschauer sich jetzt angesprochen fühlen, sagen, sieht toll aus und Party ist ja auch nicht gerade das Schlechteste. Was haben Sie da für einen Tipp? Wie kommt man rein in die Demoszene? Was braucht man für Voraussetzungen und wo kriegt man die besten Informationen? Ja, also grundsätzlich ist es, man würde jetzt ja vermutlich vermuten, dass man das Internet zu Hilfe zieht. Das ist aber gar nicht der beste Weg. Das Beste, was man machen kann, ist einfach auf eine der Demo-Partys zu gehen. Da gibt es ja die Breakpoint, das wissen wir jetzt ja. Es gibt in Deutschland auch die Evoke und die TUM. Einfach da mal hingehen, sich die Zeit nehmen für die 3-4 Tage, anderen Leuten über die Schulter schauen, mal ansprechen und man wird ganz schnell extrem viel lernen und neue Freundschaften schließen. Und das ist der beste Weg eigentlich, in die Demoszene reinzuschnuppern, mal vorbeikommen. Super, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nach der anstrengenden Breakpoint noch bei uns reinzuschauen, Herr Kissel. Ich danke.